Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge X-Ribbes. Ich fliege hier gerade in feuergeschweißte Ketten umher, glaube ich. Und bin hier an einer Taranis. Und das Problem ist, wir müssen diese Taranis hier zerstören, da diese mir hier vollkommen im Wege ist. Wir müssen an dieser Station hier handeln. Da uns die Taranis daran aber mit Sicherheit hindern wird, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich stelle mich irgendwo hin und lenke es von der Rahanas ab. Oder ich mache mir wirklich den Spaß und versuche, dieses Schiff irgendwie zu zerstören. Das Erste, was ich natürlich irgendwie mal machen muss, ist diese Hescher-UAVs loswerden, weil die gehen mir richtig auf den Keks. Gibt bald nichts Schlimmeres, als wenn man von diesen Mistviechern attackiert wird, wie, nichts Gutes, weil die können in der Masse doch ein bisschen auf Nerv drücken. Glücklicherweise halten sie ja nicht so viel aus. Ah, komm doch noch ein bisschen her. Komm doch noch ein bisschen her. Im Endeffekt ist es glücklicherweise so, dass sie einem mehr auf die Nerven gehen, als dass sie reell irgendwas bringen. Kommt ihr auch mal wieder? Stationskommando an Ren Otani. Machen Sie das nicht noch einmal. Staatskommando ruft Polizei. Ich höre Sie. Sende Berichte über Ren Otani. Wir haben eine Akte über ihn. Kommst du auch mal wieder? Warum verpissen die sich denn jetzt? Ich meine, mal abgesehen davon, dass die Taranis auf dem Weg zu mir ist, warum hauen denn die Hescher-UAVs jetzt ab? Was soll denn das? Hallo, du sollst mir die entgegenschicken. Ich will sie angreifen. Kollege, deine komischen UAVs hier. Na, jetzt kriege ich sie nicht anvisiert, weil sie im Rahmen, in dem Selektierrahmen vom anderen verschwunden sind. Aber er hat immer noch den... Oh. Sie sind ganz verschwunden. Warum? Das Problem ist ja auch, dass die Albion-Station nicht zurückfeuert. Es ist wahrscheinlich nicht mal eine Albion-Station. Willst du mir keine UAVs mehr vorsetzen? Hast du sie jetzt komplett endgültig zurückgeordert oder was ist los? Okay, es scheinen jetzt gerade keine UAVs mehr zu kommen. Ich werde hier jetzt speichern und dann werden wir gleich mal dafür sorgen, dass wir ganz schnell hinter die Triebwerke kommen. Dass wir da nicht allzu sehr von irgendwelchen Waffen beschossen werden. Ja, so viel von nicht allzu schnell beschossen werden. Hallo. Kontaktiere die Polizei. Ja, ja, mach das. Sende Berichte über Ren Otani. Ihn kennen wir doch. Ich will hier gerade mal dafür sorgen, dass deine... Oh, er hat seine UAVs rausgeschmissen. Das hätte er sich aber einen Ticken früher überlegen sollen. Ach, verdammt. So, jetzt mach kaputt den Kram. Ah, schön, schön, schön. Ist zwar jetzt nicht so effektiv, sage ich mal. Ey. Mach doch die Klappen nicht zu. Schieße ich ja knapp daneben.
Na, geh kaputt. Na los. Ja, geht ihr mir mal auf die Nerven. Geht immer mal auf die Nerven. Ihr könnt mir sowieso nicht so wirklich Schaden zufügen. Gib die Waffe frei! Gib die Waffe frei! Das glaubst du ja nicht. Willst du mir auf die Nerven gehen? Komm her. Ist hier oben nicht auch noch Triebwerke? Der hätte doch hier oben auch noch irgendwo Triebwerke. Oder hier? Oder da? Oder wo? Oder was? Ach nee, das sind ja die. Keine Triebwerke mehr hier? Wollen wir mir jetzt sagen, dass der nur... Ja, ja, ist ja gut. Ach, da ist auch eins. Ja, warum sagt es denn niemand, dass da auch eine MG sitzt, beziehungsweise ein HD-Embedturm? Dann kann ich da ja auch gleich drauf feuern. So, jetzt mach hier mal... kaputt den Mist. Dann steht da ja auch noch einer rum. Kann mich aber nicht sehen. Fuckelifuck. Fuck, fuck. Da ist ja auch ernsthaft ein schwerer Suhl. Wo kommt denn die Nase jetzt her? Nein, nicht zu sch- Ach so? So, so, reparieren wollen wir also wieder. Stationskommando an Renotani. Machen Sie das nicht noch einmal. Staatskommando ruft Polizei. Ich höre Sie. Sende Berichte über. Das kannst du gleich mal knicken, mein Freund. Ich will nicht reparieren. Ey! Du bist ein Containerfrachter. Kontaktiere die Polizei. Was ist? Bericht gehört zur Einzelperson Renotani. Hallo, hier wird nicht repariert. Nein, hier wird nicht repariert. Ah. Guck mal, was ich da gefunden habe. Ein Kraftfeldprojektor. Na, das wollen wir aber gleich mal unterbinden, dass hier... Nix da mit Rakete im Anflug. Könnte mich mal ganz gerne, sehr schnell gerne haben. Achso, das ist Zwischenproduktfrachter. Dann schießen wir den halt von hier ab. Nein, jetzt habe ich ihn anvisiert. Das war, glaube ich, ein Fehler. Ey, da hat doch gerade irgendwas auf mich geschossen. Machen wir das halt so rum. Ist wahrscheinlich einfacher. Ja, ist ja gut. Die schwere Suhl geht mir auf den Keks. Stationskommando an Renotani. Machen Sie das nicht noch einmal.
Kommando ruft Polizei. Was ist? Bericht gehört zur Einzelperson Reno Tani. Ihn kennen wir doch. Ja, natürlich. Es ist nicht das erste Mal, dass ich eure Schiffe auseinandernehme. Geht ihr mir auf den Keks? Ja, leck mich! Ja, leckst du mich am Arsch? Alter! Ich mein, ja, klar, ich freue mich, dass du die Taradis angreifst, aber ganz ehrlich, muss mich da nicht so unter Feuer setzen. Ja, ah, scheiße. Sende Berichte über Reno Tani. Ihn kennen wir doch. Ja, also, ich find's ganz nett, dass du mir hilfst. Da sage ich nichts gegen. Klar, kein Problem, aber bitte nicht so doll, ja? Ich wollte noch ein bisschen länger überleben. So, kriege ich dieses Schild jetzt irgendwann mal kaputt? Ich werde ja nicht mehr. Mann. Was bist du? Zwischenprodukthändler. Hey. Ach so, ja. Willst du es darauf ankommen lassen? Ja, wollen sie. Na, noch jemand? Ach, jetzt sind wir schon beim Staatskommando, oder was? Rakete im Anflug. Diese blöden Viecher, die gehen einen auf den Keks. Na, komm her! Wie viel hatten die Sul eigentlich davon? Wahrscheinlich so ein paar mehr. Ist ja dann schließlich ein Wächterträger, ne? Oder wie sich das Ding so schimpft. Drehst jetzt um und kommst du wieder. Oh. Den hat's zerrissen. Wie viele von diesen komischen Hescher-Dingern fliegen hier eigentlich noch rum? Was macht eigentlich die. Boah. Die geht mir mit ihren Keksdosen hier auf den Keks. Und zwar ganz gewaltig. Kommt ihr eigentlich mal wieder? Oder habt ihr jetzt das Ziel verloren? So ein bisschen auf Keks geht ihr aber ja wirklich, ne? Ach, das ist die Sul, die auf mich feuert. Wow! Jetzt will sie aber ernst machen hier, ey. Alter Schwede. Scheiße. Ja. Feuert aus allen Rohren. Los, feuert zurück. Oh, ey. Naja, ich muss aber nicht jetzt unbedingt alles andere. Aber die Sue hält ja gar nichts aus. Guck mal, wie ich der die Schilde runterfeuer. Ganz ehrlich, was hatten die Taranis eigentlich inzwischen abgekriegt? Nicht viel, ne? Ey, ist gut. Ist gut. Ist ja gut. Du bist ja
beschossen. Aber wie... Polizei, was wollen Sie? Bericht gehört zur Einzelperson Reno Tani. Nicht labern. Muhaha. Naja. Nein, ach so, Mann. Ich kriege gerade massiv Probleme. Leute. So lange halte ich hier nicht mehr durch. Ich muss unbedingt ein paar Schilde aufladen. Kontaktiere die Polizei. Ich höre sie. Sende Berichte über Reno Tani. Ich will gerade fragen, hat er eigentlich hier wieder... Ja, sehr interessant. Ich kann mich hier gut verschanzen, allerdings muss ich gerade mal ein bisschen dafür sorgen. Dass ich... Es hat sich selbst geschrotet. Lass mich! Lass mich! Alter! Verdammt! Das Problem ist, die Raketenplattformen da oben sind nicht lustig. Staatskommando an Reno Tani. Machen Sie das nicht noch einmal. Staatskommando ruft Polizei. Was wollen Sie? Bericht gehört zur Einzelperson Reno Tani. Wir haben eine Akte über ihn. Das Problem ist, diese Raketentürme da oben sind definitiv nicht lustig. Was macht eigentlich die schwere Sul? Die fliegt gerade von... Warum bewege ich mich? Was ist? Bericht gehört zur Einzelperson Reno Tani. Wir haben eine Akte über ihn. Ach, guck mal da an, wer da wieder kommt. Die Sul. Diesmal ist sie aber nicht nah genug dran. Ja, diesmal ist sie leider auf 2 Kilometer entfernt und er hat auch schon wieder volle Schilder. Nein! Ah, toll! Ich backe gerade ernsthaft in dem Schiff fest. Ich backe jetzt gerade im Schiff, sagen wir es mal so rum. Gut, ich werde jetzt hier meine Ruhe haben, aber das ist irgendwie nicht so Sinn und Zweck der ganzen Übung. Hey! Scheiße, das könnte uns jetzt ein arges Problem werden. Ich finde das so eigenartig, dass man hier in die Strukturen hinein backen kann. Ich höre Sie. Sende Berichte über Reno Tani. Wir haben eine Akte über ihn. Ich werde an dieser Stelle mal speichern und zwar den Speicherstand hier überschreiben.
wenn es nichts wird, muss ich es irgendwie anders machen. Wir sind nämlich an einem Folgenende, die Folge mit dem Bug in die Taranis hat dann ihr Ende gefunden. Ja, was soll ich dazu sagen? Wenn wir dieses Schiff jetzt von innen heraus zerstören, dann könnte es sein, dass wir eventuell bei der Explosion draufgehen. Ich bin mir da nicht so sicher. Oder danach von der Sul vernichtet werden. Also würde ich einfach mal behaupten, lasst uns das in der nächsten Folge herausfinden. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Sage bye bye aus diesem Cockpit. Habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.